Hallo alle miteinander und willkommen, wir sind wieder bei The Binding of Mario und wir spielen heute auch wieder mit Todd, weil Todd ist Eden und Eden-Läufe machen Spaß. Wir starten, wir haben einen Wurm, ich wollte gerade sagen, warum sind meine Tränen so komisch. Wir starten mit Cricket's Buddy, was mega krass ist und mit, ach, das ist dieses, der D7, ne? Das ist der Reward-Neuwürfler oder so. Den habe ich noch nicht in seiner ganzen Einzelheit verstanden, aber meine Güte. Ist wahrscheinlich relativ nutzlos jetzt so gerade, ja? Ja, wobei, wir gucken mal. Vielleicht können wir das ja irgendwo mal vernünftig einsetzen. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie viele Herzen ich generell habe. Deswegen nehme ich hier auf jeden Fall das blaue Herz hier mit. Hätte ich natürlich eigentlich nicht getan, denn... Denn ich würde natürlich eigentlich viel lieber erstmal meine roten Herzen verbrauchen, um irgendwie in einen Raum hier reinzukommen. Ihr wisst schon, oh, Schubdawupp ist mega. Ist ein mega Spacebar-Item. Um in einen Zacki-Zacki-Raum reinzukommen. Dafür würde ich natürlich gerne nicht das blaue Herzchen verschwenden, aber es gibt auch gar keinen Zacki-Zacki-Raum, wenn ich das gerade richtig sehe. Von daher, ja, alles perfekt gelaufen. Hallo, Femin, wie geht es dir? Boah, das war guter Damage. Oh, fuck. Okay, das blaue Herzchen haben wir auf jeden Fall schon wieder verloren. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht sterben. Wir kriegen einen Cube of Meat. Ist auf jeden Fall richtig nice. Und ich hoffe, wir sehen jetzt auch unser Leben. Denn ich habe keine Ahnung. Okay, wir hatten... Okay, ja, das sieht nicht gut aus, aber ist in Ordnung. Mario's Head. Ach, das ist Mario's Head. Ach, aber da hat die Textur irgendwie gebuggt, ne? Eigentlich hat das dann eine andere Textur, aber... Ja, okay. Es ist auf jeden Fall Gimpy, so viel wissen wir jetzt. Das ist doch schon mal was, oder? Das ist doch schon mal was. Ja, die Fliegen erledigen ihn wunderschön. Was jetzt auf jeden Fall richtig nice wäre, wäre sowas wie... eine Batterie oder so. Irgendein Item, das uns ermöglicht, dass wir Schubdawupp in jedem Raum einsetzen können. Das wäre der Shit der Welt, Leute. Das wäre der allerschitteste Welt der Welt. So, hallo ihr Gesichter. Ich habe leider keine Bombe für den sexy gelben Stein dort. Und das macht mich ein bisschen traurig, aber meine Güte. Da müssen wir mit leben. Ne, Toddy mit der Mario-Mütze? man sieht den Todd-Kopf noch so ein bisschen hinter der Mario-Mütze. Ach, das ist ja lustig. Ja, dich möchte ich nicht haben, Missing Poster. Ich vermisse keine Poster. Ich bin ja ein Mensch. Ich weiß nicht, wie sieht euer Kinderzimmer aus, Leute? Habt ihr da überall die Poster von Cornel hängen? Wahrscheinlich, ne? Ihr seid ja große Cornel-Fans. Wahrscheinlich hängt euer Zimmer voll mit Postern von mir, ne? Das kann ich mir natürlich sehr gut vorstellen. Aber, ja, ich bin ja so jemand. Ich tatsächlich besitze... Ich habe mir noch nie Poster oder so aufgehangen. Ich glaube, ich habe mir noch nie selber ein Poster aufgehangen. Ich hatte immer Zimmer, die einfach nur eine weiße Wand hatten. Ja, ich hab vor, das in Zukunft zu ändern, auf jeden Fall. Ich würde sehr gerne auch mal so ein bisschen postertechnisch abgehen. Tanukis Head wäre hier natürlich eine gute Wahl gewesen, aber das kann ich mir nicht leisten. Ich will auf jeden Fall hier die sichere Route spielen und nicht sterben. Natürlich, wir hätten jetzt Risiko gehen können mit einem halben Herzchen irgendwie, probieren können, dass wir Guppy werden, aber bei aller Liebe, ja, bei aller Liebe, nein. Nein! Und, ich habe eigentlich überlegt, ob ich hier eventuell... Wir sind stark, ne? Wir sind stark, Leute. Das müssen wir hier an der Stelle auch mal erwähnen. Ich habe mir ja viel beschwert über... Oder was... Ja, ihr habt wahrscheinlich nicht viel davon mitbekommen. Aber ich hatte in der Vergangenheit viele schlechte Läufe. Und das hat mich sehr, sehr traurig gemacht. Und, deswegen danke, lieber Gott, dass ich gerade diesen tollen, damage-reichen Lauf spielen darf. Wir haben echt krass guten Damage, oder? Ja, vier Striche ist auf der Ebene schon richtig gut. Ich meine, guckt euch unsere Items an. Da ist im Grunde nichts, was irgendwie schickig ist. Wir haben nur geile Sachen. Und sogar ein geiles Spacebar-Item. Nice. Das ist wirklich richtig nice. Gut, da ist das erste Item, das richtig scheiße ist. Und das lassen wir dann auch mal. Da habe ich keinen Bock drauf, weißt du? Da kannst du behalten, du blödes Spiel, ey. Du bist so gemein zu mir. Nee, ist es nicht. Ist es nicht, war nur ein Prank. Ach ja. War nur ein Prank. Soll ich auch mal einen Prank machen, Leute? Soll ich mal meinen kleinen Bruder pranken? Wahrscheinlich, ja. Nee. Ich glaube nicht, dass ich meinen kleinen Bruder auf YouTube zeigen wollen würde. Naja, weil das halt. Ich weiß nicht, das gehört halt nicht irgendwie. Das gehört irgendwie nicht dahin, oder? Ich meine, das hier bin ich und nicht mein kleiner Bruder. Ja, ich könnte meinen großen Bruder pranken, das wäre lustig. Oha.
So, mein großer Bruder, der im Fernsehen ist, der ist ein Fernsehstar, mein großer Bruder. Wusstet ihr das schon? Heute, wahrscheinlich, wenn ihr das Video an dem Upload-Tag seht, dann wahrscheinlich heute, also am Dienstag um 20.15 Uhr, ist mein Bruder wieder auf Vox im Fernsehen. Richtig cool, ey. Richtig cool. Richtig schönes... Wow! Nice. Schubdawub, du bist die härteste Waffe der Welt. Boah, ich liebe Schubdawub, ey. Ich liebe es. Ja, My Shadows nehme ich an der Stelle auf jeden Fall nicht mit und wir gehen einfach direkt weiter. Weil, keine Ahnung, was soll ich hier jetzt noch groß auf der Ebene machen? Ich hätte nochmal zurücklaufen können, aber es ist so langweilig. Es ist so langweilig, immer wieder zurückzulaufen. Da habe ich keine Lust drauf. Ich könnte das Trinket halt mal ablegen, ne? Aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Oh, nein. Ich wollte erst Schubdawub einsetzen, aber ich habe gar nicht gesehen, was in dem Raum drin ist. Und dann habe ich mich nochmal umentschieden. So, Schubdawub! Nice. Kommt her, ihr kleine Racker. Kommt her und sterben sie. Wunderschön, wunderschön. Ich bin begeistert. Ah, excellent. So. Hallo, einmal sterben bitte. Und du auch einmal sterben bitte. Dankeschön. Ne. Gut. Wir gehen weiter, immer weiter Richtung Boss. Hatten wir den Goldraum jetzt schon auf der Ebene? Nee. Gib mir bitte den Goldraum. Was hätte ich gerne im Goldraum? Ich weiß es gar nicht so genau. Der Magic Mushroom wäre natürlich mega krass. Und was hätte ich sonst noch gerne? Proptosis wäre natürlich mega krass, ja, oder ja. Polyphemus wäre auch mal wieder geil, hatte ich auch schon lange nicht mehr, ne? Das sind auch so Dinge, die hat man einfach so lange nicht mehr. Ja, das ist schade. Brimstone hatte ich auch schon sehr lange nicht mehr, aber Brimstone würde ich wirklich hier auch in dem Lauf jetzt nicht haben wollen, weil die Tränen halt einfach schon so mega geil sind. Allein durch Crickets Body, ne? Und das würde ich halt ungern mit einem Brimstone kaputt machen. Also, ja, ich will sehr, sehr gerne meine Tränen behalten. Aber Sensen wäre natürlich, beziehungsweise Hammer, ne? Das Sensen-Item ist hier ja ein Hammer-Item. Und das ist Hammer, wie dieses Item mein Damage erhöht. Hammer. Ja, das war nicht so die allerbeste Interpretation von Hammer, wie du dich bewegst in dem Outfit. Hammer, einzigartig, unglaublich, Hammer. Ich weiß, dass du übertrieben Hammer bist. Warum bist du nicht geblieben? Ich gehe rüber und du stehst an der Bar mit einem Wegglas in der Hand. Wunderbar. Dip, 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 dip. Auf das Cover bist du nicht drauf. So, gut, wir gehen weiter. Ja, das läuft doch, oder? Ist auch ein richtig schneller Lauf, oder? Ich bin begeistert. Alter Falter, wenn er fällt, dann schreit er. Gehen wir da rein? Nee, ich glaube, ich will meine... Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich will... Nee. Ich will gerne meine Herzen behalten, ja. Ich sehe nicht den Nutzen davon. Da könnte ein Guppy-Item drin sein, ja, aber... Ja, wir brauchen auch kein Guppy-Item unbedingt. Wir haben schon die Robe, die da auch manchmal drin ist. Wir haben im Grunde... What the fuck? Oh mein Gott. Entschuldigung. Okay. Oh. Okay. Das war ein seltsamer Raum. Was hast du da gemacht, Error? Wie kommt's? Hatten wir ein Date? Error, haben wir uns verabredet? Ich glaube nicht, oder? Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich einen Fehler da. Ein Fehler da. Aber dieser Lauf ist unfehlbar und deswegen lass mich einfach nur in Ruhe. Ihr fragt euch eventuell, warum ich die Runen da nicht auschecke oder so, aber ich glaube, das sind unzerstörbare Blöcke, die da bei den Runen am Start sind. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. So, Hilfe. Okay, einmal bitte alle sterben. Dankeschön. So, tuff, die Eisenbahn. Wer will mit zu Mama fahren? Mama töte ich ganz schnell, dann bin ich der Held. Ole. Ich bin irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, ich bin ein bisschen unzufrieden mit dem Ende von der Chest-Ebene.
dass da halt Cosmic Mario liegt, ne? Also in der Kathedrale liegt Cosmic Mario und in der Chest liegt, nein. What the fuck, Alter? Guckt euch das mal an. Wie krass ist dieser Lauf denn, ey? In der Kathedrale liegt Mario und in der Chest liegt Cosmic Mario. Ich bin ein bisschen unzufrieden damit. Weil, wisst ihr, in der Hölle, da ist halt Bowser, ne? Richtig geil. Wobei The Lamp wurde nicht verändert, oder? Das ist halt auch wieder doof. Aber man möchte halt auch nicht unbedingt in die Hölle. Das ist halt so ein bisschen. Das ist halt ein bisschen nervig. Ich kann schon verstehen. Kann man nicht den Kampf aus der Hölle, könnte man den nicht in die Chest einbauen? Dass man einfach dort auch gegen Bowser kämpft. Das wäre doch eigentlich eine ziemlich coole Idee, oder? Das wäre doch eigentlich eine ziemlich coole Idee. Was hat mir da Damage gemacht? Ich hab's nicht gesehen. Wahrscheinlich die kleinen. Nee, ich glaube, ich will dich gar nicht mitnehmen. Oh mein Gott. Dich will ich auch nicht mitnehmen. Warum nehme ich den kleinen Freund nicht mit? Weil er einfach egal ist und weil er die Gegner verlangsamt. Und das kann manchmal ein bisschen nervig werden, wenn du nicht damit rechnest und dann weichst du falsch aus. Und ja, das sind so Dinge, die will man halt nicht unbedingt. Ne? Die braucht man auch nicht. Wenn man so ein International Superplayer ist wie ich, dann muss man sich das nicht antun. Dann kann man auch mal sich ein paar Extrawürste erlauben, wisst ihr? Und das ist halt meine Extrawurst. Dass ich es einfach nicht möchte, so ein schlechtes Item mitzunehmen. Das ist unter meiner Würde. Ja, das ist unter meiner Würde. Also lebt damit. Komm her, du kleiner Mann. Oh, da bist du tot, wa? Oh, wollen wir den mitnehmen? Der ist halt schon. Naja, wobei es ist ziemlich unspektakulär. Ich mag den Rainbow Worm eigentlich nicht, aber irgendwie macht er gerade Spaß. Und es ist halt total egal, ne? Weil unsere Tränen sowieso. Ups. Ups. Ich glaube, ich wurde getroffen. Wie konnte das denn nur passieren? Oh, und ich sehe die Map nicht. Das ist so unfassbar nervig, ey. So unfassbar nervig. Das ist so nervig. Wo muss ich denn hin? Mein innerer Kompass. Ich hoffe, er funktioniert. Spreng das mal in die Luft. Ja, kann man machen, ne? Kann man machen. So, hätte ich dich heute erwartet, hätte ich einen Fehler da. War ich schon im Goldraum in dieser Ebene? Ich glaube nicht. Und ich sollte eventuell meinen Schubdawupp einfach auch ein bisschen öfter einsetzen. Wenn ich ihn schon habe, dann benutze ich ihn doch hoffentlich auch. Und ich tue es nicht, wie immer. Ich benutze meine Spacebar-Items halt nie. Warum? Warum bin ich so dümmlich war ich nie. Das ist eine Lüge. Ich war schon öfters dümmlich. So dümmlich. Doch so ausgesprochen dümmlich war ich bis heute noch nie. Doch. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Aber man muss sich ja auch ein bisschen belügen, ne? Manchmal musst du dich einfach ein bisschen belügen im Leben, um die Resultate zu kriegen, die du haben willst, ne? Das ist halt so. Manchmal musst du dir auch einfach sagen, ey, ich bin der schlauste Mensch der Welt. Damit du halt einfach die Ziele erreichen kannst, die du erreichen willst. Und dann, ne? Dann musst du dich halt verarschen. Und hinterher denkst du dir so, Alter, wie habe ich das denn geschafft? Das kann ich doch eigentlich gar nicht. Und ich habe mich verarscht, deswegen geht's. So. Ich nehme die Spider-Mod mal mit. Hallo Spider-Moddy, wie geht es dir? Ups, ja, das war geplant, weil da drinnen ist eine Trollbombe. Das war mein Plan. Cooler Plan, oder? Hä? High Five, Leute? High Five? Nicht, ne? Warum? Schade. Schade, ich dachte, ihr fandet den Plan auch gut. Schade, Schokolade. So, und sterben sie. Dankeschön. War ich jetzt im Goldraum? Nee. Das ist mir auch egal. Vielleicht war ich doch im Goldraum. Keine Ahnung, Leute. Ich weiß es doch nicht. Oh. Das war doofer Damage. Ja, jetzt mach doch mal hier irgendwo dein Gesicht auf. Genau, dankeschön. Wir gehen trotzdem wieder in den Himmel, weil ich den Himmel einfach lieber mag. Der Himmel, der ist super schön und ich denke mir, nee. Waren jetzt nicht die besten Items. Wenn ich mich hätte rausteleportieren können, hätte ich die drei blauen, die drei roten Herzen auf jeden Fall mitgenommen. Aber also The Body. Der Körper. Hätte auch gut zu mir gepasst, weil ich habe halt einfach den krassesten Körper der Welt, ne? Sexiest Man of Life. Ja. Der kleine Röpser, der gerade so dazwischen kam, der
Der hat nichts zu bedeuten. Ich bin trotzdem der sexiest man of life, okay? So, boom, Alter. Danke für den Schlüssel. Für den Schlüssel. Das ist sehr nice. Sterben Sie. Sterben Sie. Oh, nice, Spider-Mod. Die Spider-Mod hat ihn da oben eingefroren. Also versteinert. Damit hast du nicht gerechnet, wa? Du kleiner Ekelpaketo. Du Ekelpaketo. Hierophantus. Dankeschön. Dankeschön, ja. Dankeschön. Hierophantus, danke Schankus. So, sterben Sie. Sterben Sie! Ja, warum mache ich so wenig Damage? Ich will ein bisschen mehr Damage machen. Ich habe immer noch nur 4 Striche, ne? Es hat so unfassbar angefangen und danach ist es ein bisschen gedroppt, ne? Unsere Items sind nicht mehr ganz so mega krass geworden, die wir bekommen haben. Aber, ja, tut ja nichts zur Sache. Wir sind trotzdem die stärksten Menschen der Welt. Ever and ever and ever. So, go, 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 mein Held, du bist super stark. Go, 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 mein Held, du bist so super. Oh mein Gott, das war knapp. Das war natürlich, genauso, ne, calculated. Das war genauso kalkuliert. Bam. Okay, 2 Batterien, ja. Grundsätzlich ganz geil. Schade, dass man die sich nicht irgendwie im Vorrat mitnehmen kann. Es müsste ein Item geben, mit dem du Batterien sammeln kannst. So ein Recycling-Paket oder so. Dass du halt einfach... Das ist dann halt nicht so, dass du... das ist dann halt... Es gibt ja die Möglichkeit, dass du mit einer Batterie, dass du einfach sagst, ja, dass du einfach sagst, mein Gott. Ja, einen Moment. Please hold the line. The person, die dir gerade was erklären wollte, ist gerade geistig nicht verfügbar. So, es gibt ja das Item, die Batterie, dass du dein Spacebar-Item doppelt aufladen kannst. Jetzt stellt euch vor, es würde so eine Batterienbox geben, ja, so eine Recycling-Batterienbox, in der du alle Batterien, die du unterwegs findest, mitnehmen kannst. Das bedeutet, du könntest dein Spacebar-Item dann so stacken, dass du es einfach, wenn du, ne, so einen krassen Lauf hast mit, Sackhead, also mit dem Sackkopf und so, dass du so viele Batterien findest, dass du einfach dein Spacebar-Item 50 Mal einsetzen könntest hintereinander, weil du halt so viele Batterien in deiner Box hast. Ja, man könnte natürlich einen kleinen Cooldown noch einbauen, damit man das nicht einfach wegspammen kann, damit es nicht mega OP ist. Wenn du zum Beispiel Tamiset hast, dass du es nicht jetzt einmal 50 Mal hintereinander wegspammen kannst, sondern dass du schon irgendwie irgendwo, oh mein Gott. Ja, lass mich kurz. Dankeschön. Ja, das war der schlechteste Einsatz von meinem Spacebar-Item ever. Ja, dass du es vielleicht nicht so unbedingt richtig krass, aber das war, weil dieser kleine Delay, den man da einbauen würde, der würde sich natürlich so erklären. Ich muss ein bisschen aufpassen, ne? Ich muss ein bisschen aufpassen. Der würde sich natürlich so erklären, dass man sagen würde, ja, Kumpel, es ist ja so, du musst natürlich die Batterie auch aus der Batteriebox rausnehmen und wieder einlegen in dein Spacebar-Item, damit du dann wieder benutzen kannst. Das heißt, du würdest halt so einen kleinen Delay da verschmerzen müssen. Aber das wäre ziemlich krass, oder? Ah, ziemlich geile Idee, Alter. Ziemlich sexy, ja. Das wäre mein Traum. Eine Recycling-Batteriebox. Oh mein Gott. Nee, das nehme ich eigentlich nicht mit. Ich habe halt keine Ahnung, wie viele Herzen ich noch habe. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass es nicht mehr viele sind. Da ist ein blauer Stein. Okay, wunderbar. Immerhin. Ugh. So, mein kleiner Yoshi um mich rum, der macht hoffentlich auch ein bisschen was für mich. Was denn? Hallo? Das Spiel war kaputt, habt ihr es gesehen? Nein. Warum? Habe ich Damage bekommen, aber ich lebe. Ich lebe. Nein, nicht Krampus. Wenn Krampus mich jetzt tötet, ne, dann habe ich ein Problem. Wie erkläre ich das meiner Mutter? Mama, ich habe versagt. Ich bin bei Krampus gestorben. Du bist nicht mehr mein Sohn. Ich wollte einen Pro-Gamer-Kornel und nicht so eine Lusche. Mama, bitte.
Ja, wir gehen nach oben. Alter, wir haben, glaube ich, nicht mehr so viel Leben. Es ist ein bisschen schade. Man muss halt wirklich sagen, ne, okay, wir haben noch 3,5 Herzen. Das ist schon in Ordnung. Man muss halt wirklich sagen, der krasse Start, den wir hatten, der war wirklich krass, ja. Aber es hat ein bisschen nachgelassen. Es ist nicht ganz so schlimm. Wir können das auf jeden Fall auch so schaffen. Aber ist natürlich nicht unbedingt das, wie man es sich wünscht. Ne? Nach einem... Ja, es ist halt nicht besser geworden seit der zweiten Ebene oder dritten Ebene oder vierten Ebene. Ich war so schnell am Anfang. Ich habe auch ein oder zwei Goldräume ausgelassen, glaube ich. Das ist natürlich auch ein bisschen eine eigene Dummheit. Es musste ja nicht unbedingt was Krasses drin gewesen sein, aber es könnte natürlich. Oh mein Gott, das war knapp. Da hast du mich fast erwischt, Credo. So. Aber egal, wir haben alles unter Kontrolle. Wir haben alles unter Kontrolle. Wir haben auch noch Gimpy, ne? Hoffen wir einfach mal, dass Gimpy uns auch in schwerster Stunde beistehen würde, wenn wir hier wirklich nochmal richtige Probleme bekommen sollten. Müssen wir. Ah, fuck it. Gimpy? Ja, Gimpy! Gimpy ist mein Freund! Danke, Gimpy. Super, Gimpy, nur mit dir. Ich habe heute irgendwie voll die Sesamstraßenlieder im Kopf. Spiele ich so gerne hier. Super Gimpy, du bist mein bester Freund. Schabdubidubab. Ah ja, er hat überlebt. Er hat überlebt. Sterbe. 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 Sterben Sie. Ich weiß, dass Sterbe nicht richtig ist. Ich wollte Sterben Sie sagen, aber ich hatte keine Zeit. Ja, wir sehen die Map nicht. Das ist halt auch wieder ein bisschen nervig. Aber nur ein bisschen. War ich hier schon? Hallo? Bin ich wieder am Anfang? Ich glaube schon. Super Piranha-Pflanze von der Decke hängend. Ich töte dich, das ist doch klar. Super Piranha-Pflanze, du bist mein Superstar. Schabubeljuda. Okay, dann wollen wir mal nach oben. Ja, gut, noch eine Sackgasse. Nice! Wie viele Sackgassen will ich noch finden? So 100 eventuell? Oder 200? Ich weiß es nicht. Mal gucken, ne? Mal gucken, was ich noch so hinkriege. Keine Sackgasse, oh nee. Bam, Alter, den habe ich einfach aus dem Leben genommen. Ich benutze meinen Cube of Meat auch so gar nicht, aber es fühlt sich halt auch irgendwie anders an. Ich weiß nicht ganz genau. Der rote Yoshi-Kopf, der fühlt sich nicht so stabil an, wie so ein Cube of Meat, der um mich herum wabern würde. Ich weiß nicht genau, warum, aber irgendwie... Was ist da passiert? Ich weiß, hat Widow das Bombenviech getötet und das Bombenviech hat dann Widow getötet? Das könnte sein, ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Widow die töten kann, aber anscheinend. Weil da ist irgendwas explodiert ohne mein Beitun. Komisch. Okay, wir können uns tatsächlich in den Saki-Zaki-Raum sprengen. Das ist natürlich nice. Und wir haben ganz viel Geld. Ole. Ich weiß gar nicht wofür. Oh nein, Spinnen. Oh nein, nochmal Spinnen. Was ein Zufall. Und jetzt Cricket. Ja, fast. Es war fast Cricket. Aber nur fast. Okay, mein Wii U Gamepad ist aus irgendeinem Grund einfach mal angegangen. Ey, da war ich, ne? Das war eine Sackgasse, ja. Mein Wii U Gamepad ist aus irgendeinem Grund mal angegangen. Ach, hier war auch eine Sackgasse. Ja gut, also die Sackgassen finde ich sehr gut, ne? Das kann man sich nicht beschweren. Hier war auch eine Sackgasse, ne? Ja, und da rechts war auch eine Sackgasse, wunderbar. Ja, always play like a god. Always play like a god. Das ist mein zweiter Vorname. Ich heiße Cornel, always play like a god. Von Cornelius. Nee, ich heiße ja Cornelius. Play like a god. Cornel, von Cornel. Ach, hört doch auf, ey. Ihr wisst doch alle, wie ich heiße. Warum muss ich das denn dann noch wissen? Guten Tag. Polizeikontrolle, wie heißen Sie denn? Das wissen Sie doch. Ich weiß nicht, wie ich heiße. Fragen Sie doch die anderen. Ja, das ist nicht ganz so die Realität. Gut. Das war auch nicht so lustig, oder? Ja, schade. Ja, man hätte es ja... Man kann es ja immer mal probieren, ne? Probieren, lustig zu sein, ist auch... Ja... Ja, was hätte ich da jetzt tun sollen? Wie hätte ich dem ausweichen sollen? Keine Ahnung.
Sterben Sie. Oh, der, okay. Oh Mann, ich brauche ein bisschen Leben, Alter. Ich brauche ein bisschen Leben. Was? Wie konnte mich das... Was hat mich da getroffen? Nein. Oh, fuck it. Ich sterbe. Nein. Warum spiele ich so schlecht? Was genau ist hier los? Oh, danke. Dieser blau... Alter, einfach mal so ein blaues Herzchen gedroppt. Was kotzt hier so rum, hä? Bist du Peppe? Warum hat er mich getroffen? Er ist halt so nervig. Das ist halt so ein Gegner. Mann, ey. Okay, wir kriegen ja auf jeden Fall nochmal ein blaues Herzchen. Und verlieren natürlich auch eins. Oh, Gimpy. Gimpy, unser Held, Alter. Hey, Gimpy, what's up? Kann ich auch mein Autogramm, hey, Gimpy? Okay, wo könnte der Geheimraum sein? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hier. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Gut. Ich würde sagen, wir haben nur geringfügig verkackt, aber... Ja, das war nicht so effektiv, wie ich es mir gewünscht habe. Könnt ihr hier mal so ein Auge procken, was einfach mal volle Kanne auf ihn drauf nuket? Oh nein, Alter. Hilfe, nach oben! Oh. Da war ich kurz ein bisschen orientierungslos. Komm, Auge procken! Mann, meine Augen procken auch gar nicht. Das ist so unfair. Auge, prock doch! Da war eins. Ja, aber es war leider nicht so, wie ich es mir gewünscht habe. Okay, aber wir kriegen ihn down. Und dann haben wir immerhin 4 Kisten und irgendwie die Möglichkeit zu hoffen, dass das was wird. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist ganz klar. So, sterben Sie jetzt oder wollen Sie nochmal abhauen? Ich glaube, der haut nochmal ab. Nee, doch nicht. Okay, das war nicht so optimal. Aber gut. Das, ja. Für den Sieg. Für die Horde. Oh. Ja, was soll ich sagen, ne? Ja, was soll ich sagen? Ja, das hat mich auch sehr weit gebracht in meinem Leben. Das ist ganz klar. Ist hier kein... Doch. Wir gehen mal in diese Richtung. Okay. Warum? Ja, ich glaube, wir sterben. Ich bin damit auch dann nicht so ganz unzufrieden. Also keine Ahnung. Ja, doch. Wir haben schon sehr viel Damage bekommen. Ist schon ein bisschen nervig, aber... Mal ganz im Ernst. Wir haben mit dem Rainbow Tears Scheiß gespielt, ja, also ein bisschen mehr Respekt, Leute. Ich bin in den... Warum setze ich auch mein Spacebar-Item nicht ein? Es tut mir so leid, aber es war trotzdem ein guter Part, ja. Ich bin momentan nicht auf der Höhe meiner Möglichkeiten in Isaac, aber es war halt auch schon wieder so ein Lauf. Man muss es halt wirklich leider sagen. Ich meine, ich war sehr schnell unterwegs, ja, und ich habe vielleicht auch 1 oder 2 Goldräume ausgelassen. Aber die Itementwicklung hinten raus war schon scheiße. Wir haben halt nichts mehr bekommen. Keine Devil Deals mit irgendwelchen... Also ein Devil Deal mit einem guten Item am Anfang und das Damage Up beim Boss, das Pentagramm. Und danach dann nur noch Pech mit den Devil Deals. Es war so ein... Ich nehme es halb auf meine Kappe, ein Viertel total auf meine Kappe, aber auch ein Viertel darauf, dass der Lauf sich einfach nicht mehr entwickelt hat. Ich weiß nicht, warum ich immer solche Läufe erwische, ja. Wir haben ja auch nichts bekommen, was Leben gemacht hat. Mit Gimpy hatte ich noch ein bisschen, aber naja. Gut. Ich hoffe, der Part hat euch trotzdem gefallen, Leute. Wir sehen uns dann vielleicht morgen wieder. Mal gucken. Und bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss.